Herzlich willkommen zu School Talks hier live und direkt aus der Ernst-Reuter-Oberschule in Berlin-Wedding. Wir haben jetzt einen Gast zu Gast. Sie heißt Katharine Würth und kommt aus Luxemburg. Sie hat viel studiert und ist dadurch auch viel gereist, wohnt aber jetzt in Berlin und arbeitet für den Verein Citizens for Europe. Und die beschäftigen sich mit Migration, Integration, Vielfalt und Demokratie und überhaupt Europa. Und was das genau heißt und was sie da genau macht, das erfahren wir von ihr. Ein Riesenapplaus für Katharine Würth. Hallo Katharine. Schön, dass du da bist, liebe Katharine. Wir haben hier was vorbereitet. Schau mal, hier die Sprechblase. Okay. Und ich würde dich bitten, hier ein Sprichwort, ein Zitat oder irgendwas reinzuschreiben, was du dir überlegt hast oder was dir auch spontan in den Sinn kommt. Mach das, was du gerne und gut machen kannst. Also vielen Dank, dass du hier bist, Katharine. Ja, gerne. Die lange Reise aus Luxemburg hierher. Ich lebe ja schon seit 3 Jahren jetzt in Berlin. Okay. Ja. Und was hat dich nach Berlin geführt? Das Studium. Ich habe hier studiert, Politik. Okay. Und bin dann hier geblieben, weil es mir gut gefallen hat. Und du hast nur Politik studiert? Also ich habe angefangen, in Frankreich zu studieren, Geschichte und Politik. Mhm. Habe dann auch ein Jahr in England gemacht und habe dann meinen Master auch in Politik hier in Berlin gemacht. Und dann habe ich gelesen, dann hast du irgendwie irgendein Buch mal in die Hand bekommen, ne? Oder irgendwas hast du gelesen, wo über so ein ganz kleines Land in Afrika berichtet wurde, oder? Ah ja, genau. Also ich war dann auf so eine Zeitung abonniert. Die haben immer so Artikel publiziert in der ganzen Welt, was ist passiert. Ich kann mich erinnern, dann habe ich einen Artikel gelesen über Gabon, das ist ein Land in Afrika, und dachte, oh, es gibt so viele Länder, von denen ich nie gehört habe. Und wir reden hier immer nur über Luxemburg oder auch mal über Deutschland oder Frankreich. Dachte mir, ja, ich würde wirklich gern mehr so erfahren, was um mich herum passiert, was auf der Welt los ist. Und dann hast du dich entschieden für ein Studium, nicht der Pädagogik, ne? Sondern hast dann Politik studiert, und über dieses Studium bist du auch ganz viel rumgekommen, ne? Also ja, und also alles, was ich immer gemacht habe während meines Studiums, immer viel links und rechts geschaut, was gibt's, welchen Verein gibt es hier, habe Nachhilfe gegeben, habe versucht, viel zu machen und jede Gelegenheit irgendwie zu ergreifen, um wegzugehen. Weil es gibt so viele Gelegenheiten, es gibt so viele Chancen, was zu tun. Und habe auch einmal einen Verein gegründet, wo wir dann auf die Komoren gegangen sind, Inseln bei Madagaskar. Haben da ein Projekt gemacht. Was habt ihr da für ein Projekt gemacht? Wir haben so ein interkulturelles Festival organisiert mit jungen Kindern, also mit Jugendlichen aus den Komoren und aus Frankreich, und haben dann so 2 Wochen organisiert, wo die so kulturellen Austausch gemacht haben. Musik aus Frankreich gelernt, Musik aus den Komoren, Theater aus Frankreich, Theater aus den Komoren. Okay. Und Gab es eine Situation auch in deiner Schulzeit, als du auf dem Gymnasium warst, die irgendwie dir nicht so gut in Erinnerung geblieben ist oder die für dich eine sehr starke Herausforderung war? Ja, ich wusste nie, was ich machen soll, so nach dem Gymnasium, mit Lehrer, Politik, aber das war alles so unkonkret. Ich hatte nicht so im Kopf, okay, ich will jetzt Anwalt werden oder Schreiner, oder ich hatte irgendwie so eine Idee, die so ein bisschen vage war im Kopf. Heute bist du Projektmanagerin. Ja. Heute bist du Projektmanagerin bei Citizens for Europe. Was macht ihr denn da genau? Der Verein ist auch ziemlich jung. Er wurde gegründet bei einem jungen Mann vor 4 Jahren. Und seine Idee war, okay, wir brauchen mehr Demokratie in Europa. Und wir zum Beispiel setzen uns ein, dass auch Leute in Deutschland, die keinen deutschen Pass haben, wählen können. Hauptsächlich auf kommunaler Ebene für den Bürgermeister, wenn zum Beispiel Wahlen für Wedding sind, dass auch Leute, die keinen deutschen Pass haben, da für den Bürgermeister wählen können. Oder eben auch für die Europawahlen denken wir, wenn man in Europa wählt, soll man auch eine europäische Bürgerschaft haben. Das heißt, wir sind alle Europäer, das heißt, wir können auch für das Europäische Parlament wählen. Wie sieht denn zum Beispiel so konkret so ein Projekt aus? Wie gehst du das an? Ja. Was machst du da genau?
Man fängt an, man schreibt ein Konzept und mit einem Ziel, was will man erreichen und was sind die Aufgaben, die man machen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen, dass mehr Leute, die in Deutschland wohnen und keinen deutschen Pass haben, für die europäische Wahlen wählen können. Das ist dann unser Oberziel und eine Aufgabe dafür wäre, okay, wir organisieren symbolische Wahlen für die Europawahlen und das wäre dann das Projekt. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen eine Medienkampagne machen, das heißt, wir müssen der Zeitung schreiben, dem Fernsehen schreiben über unsere Idee. Wir müssen ganz viele andere Partner kontaktieren, die mit uns dieses Projekt umsetzen können. Das heißt, das Projekt, das ist ganz groß und man muss ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben machen, um das dann umzusetzen. Also es gibt einen Beginn und es gibt irgendwas, was man erreichen möchte und innerhalb dieses Prozesses, ja, muss man ganz, ganz viele Schritte machen, um an dieses Ziel zu kommen. Und diese Schritte hat Katrin gerade aufgeschrieben. Und dann hat man auch Presse. Immer einen Finanzplan dazu, zum Beispiel, wo man dann sagt, okay, so viel brauchen wir für Papier, so viel brauchen wir für Telefonkosten, so viel brauchen wir für, wenn wir eine Konferenz organisieren wollen zu dem Thema, für den Saal, für das Catering. Man organisiert alles rundherum. Und was müssten die Jugendlichen hier in dem Raum zum Beispiel mitbringen, um Projektmanager zu werden? Ja, erstens mal, man muss gerne so irgendwie eine Idee haben und gerne daran arbeiten, wie kann man Ideen umsetzen. Zum Beispiel, ich liebe das zu machen, so, oh, ich habe die Idee, ja jetzt, wie kann man irgendwie in Europa es gerechter machen, dass mehr Menschen wählen können, das ist die Idee. Und dann konkret zu überlegen, was kann man machen, um diese Idee ein bisschen umzusetzen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wichtig ist. Und dann zweitens, man muss gern organisieren, weil man halt an ganz viele Sachen denken muss, wie zum Beispiel, nein, habe ich jetzt diesen Typ angerufen von dem Gebäude, wo wir die Konferenz haben wollen, oh, und das Catering und so weiter. Man muss ganz gerne an viele Sachen denken. Und wir haben jetzt zwei Fragen. Einmal, wie heißt du? Entschuldigung. Özkan. Okay, Özkan, hau rein. Bitte. Wie lange freuen Sie schon nach diesem Motto? Ich glaube, es war eben so, ja, seit dem Abitur, weil ich mir dachte, und mein Vater hat mir das auch immer gesagt, so wirklich, es gibt so viele Sachen zu machen, aber irgendwie, erstens, wenn man was erreichen will, soll man das machen, wo man gut drin ist. Und dann, um die nötige Enthusiasmus zu haben, soll man es auch noch gerne machen. Und wenn diese zwei Komponenten irgendwie da sind, ich glaube, das ist so der perfekte Zustand, ja. Sie haben ja gesagt, dass Sie viel studiert haben und viel gemacht haben für Ihre Zukunft. Würden Sie jetzt irgendwas ändern? Würden Sie jetzt ändern, zum Beispiel irgendwas anderes studieren, um mehr Geld zu verdienen oder erfolgreicher zu sein? Ich stelle mir die Frage öfters und wenn zum Beispiel manchmal an schwierigen Tagen, da denke ich mir, oh, hättest du nur BWL studiert, weil dann hätte ich jetzt auch vielleicht mehr Möglichkeiten, aber am Ende des Tages, ich bin froh, was ich studiert habe und für das auch. Also ich denke, es ist nicht der einfachste Weg, weil man sehr viel Engagement braucht, um einen Beruf zu bekommen, wenn man Politik studiert. Aber wenn man wirklich begeistert ist vom Thema, ist das eine sehr gute Entscheidung. Habt ihr sonst noch Fragen? Falls nämlich nicht, würde ich jetzt ganz gerne Katrin verabschieden und danke dir vielmals, dass du hier warst, Katrin. Alles Gute. Ein Applaus. Ja, das war School Talks hier aus der Ernst-Reuter-Oberschule in Berlin-Wedding. Wir hatten hier gerade Katrin Würth zu Gast bei uns, Projektmanagerin bei Citizen for Europe. Ich danke euch fürs Zusehen und schaltet weiter ein. Bis bald.